Also es hat auf jeden Fall ein bisschen geholfen. Wir haben die Reifenpreise senken können oder ihr habt die Reifenpreise senken können, sind aber noch nicht auf den Tiefstpreis. Ne? So. Und wir haben die Trinkgeldaufgabe schon erledigt. Ich glaube, die Aufgabe, Autos zu reparieren, wird am längsten dauern. Oh, der Lieferant ist da. Wie er einfach fünf verschiedene Hupen in seinem Auto hat. So, wir haben wieder Reifen. Wir müssen halt leider immer warten, bis der wieder weg ist. Sonst können wir beklaut werden aus dem Lager. Kann man übrigens auch ausschalten, dass man nicht beklaut wird. Und man kann übrigens Sandstürme ausschalten. Ich bin gespannt, wann das mal passiert. Ich hatte bisher noch nie einen Sandsturm in diesem Spiel. Und ich wüsste gern, was das dann für Konsequenzen hat. Ob dann unsere Parkplätze wieder zugesandet sind oder ob wir neu streichen müssen oder ob einfach alles schmutzig ist. Ich wüsste das schon gern mal, aber eigentlich auch nicht. You're a lifesaver. Dennis gibt's noch. Dennis haben wir vorhin verjagt. Putzt schon wieder nicht mehr. Willst du schon wieder bezahlt werden? Ich hätte ja erst Geld bekommen. Ach so. Ich glaube, du kannst den auch ausschalten, ja. Aber gut, wenn er halt die Wände beschmiert, ja, ich glaube, das sorgt dafür, dass die Werkstatt als schmutzig angesehen wird. Aber er hat nie wieder diese lustige Gans gemalt, Nico. Das war ein einmaliges. Jetzt wollen wir hier erstmal Reifen hin. Es ist wirklich an jedem Auto mindestens ein Reifen. Schön, wie der Splitter hier oben hängt. Super. Wir haben das Auto repariert. Dreimal die gleiche Zeitung. Und da war ich zu unaufmerksam und es war nicht die gleiche Zeit.
Hallo, ich bin schon da zum Betanken. Awesome. Was? Ich kann ja dann mal die Müllabfuhr bestellen. Ich muss die ja, glaube ich, nicht bezahlen. Also es steht zumindest nie ein Preis da. Nice. Viermal kippen. Ich wüsste ja gern mal, wenn man an der Kasse arbeitet, im echten Leben, interessiert es einen dann, was die Leute so kaufen, oder ist einem das egal? Ich würde mir ja dann immer Geschichten ausdenken, was die Leute mit dem Gekauften machen, so. Die hier zum Beispiel hat sich wahrscheinlich von ihrem Mann getrennt und muss das jetzt mit ganz viel Süßigkeiten und Alkohol kompensieren. Und Zigaretten. Incredible. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also ich bin nicht so richtig zufrieden mit Amelie. Die will schon wieder erst bezahlt werden, oder was? Die hat volle Energie, aber die arbeitet nicht. Ich habe keine Zeit zum Schlösser knacken, Nico. Ich würde gern irgendwie mal ein paar Schlösser knacken, aber ich weiß nicht wann. Weil dann müsste ich ja gucken, welcher Kunde gehört zu welchem Auto. Drei Reifen. Um dann nicht an ein Auto zu gehen, wo der Besitzer gerade zurückkommt, habe ich keine Zeit. Manchmal wüsste ich gern, was Kassierer denken, wenn sie meine Einkäufe sehen. Ich habe manchmal so richtig ungesunde Einkäufe. Wenn ich zum Beispiel meinen Süßigkeitenvorrat wieder auffüllen muss oder möchte. Will ich gar nicht wissen, was die sich denken. Oder die anderen Leute, die auch mit an der Kasse stehen. In dem Moment. I was worried we'd be stranded. Have a nice day. Have a nice day. Saver. I owe you one. So, die Frage ist, was machen wir jetzt mit unserem Geld? Awesome. Ein bisschen Geld würde ich sparen, damit wir, wenn wir die Herausforderungen fertig haben, dann auch direkt die Tankstelle erweitern können oder verbessern können. Ich glaube, dann können wir noch mehr Sachen verkaufen.
Das würde ich schon wollen. Achso, ich wollte die Müllabfuhr bestellen. So, wie viele Reifen sind kaputt? Zwei. Ich glaube, die sind alles Leute, die vor der Polizei flüchten. Und denen es in die Reifen geschossen wird. Und dann kommen die bei uns an und wir sollen es reparieren. No, drei Reifen sogar. Kratzer und Öl. Ist übrigens normal, dass ich alte Reifen in Hausmüll werfe. Oh, Entschuldigung. Da. Have a nice day. Oh, der Witcher ist wieder da. Top of the line job there. You're amazing. Ah, ich bin sofort wieder da. Worried I'd go over budget. Leute, hier liegt wieder ein Fisch. Ich glaube, die Dame mit dem Flamingo-Shirt hat ihren Fisch verloren. Hallo Dystopia, schönen guten Nachmittag. Entschuldigung, Herr Officer, hier wurde ein Fisch fallen gelassen. Können Sie bitte der Sache nachgehen? Ich würde gerne die Option haben, den Boden auch schön zu machen. Oh, mir fällt gerade auf, die Wände wären ja schon wieder schmutzig. Ja, wir müssen irgendwann mal nachstreichen. Ja, beim nächsten Mal, Nico. Werf ich hier den Fisch einfach hinterher. Okay, wir könnten... Wir haben jetzt ein bisschen Geld. Können ein bisschen shoppen.
Wie ihr seht, ich nehme immer nur oder oft das günstige Zeug. Ah. Zeitung brauchen wir eigentlich nicht. Zeitung haben wir genug. Und wir sind wieder über unserem Lagerlimit. Neue Kunden. That'll do. Wird eine lange Schicht, hä? 5 Zeitschriften. Ich konnte die Zeitung nicht greifen. No, no, no. No. I was worried we'd be stranded. Have a nice day. Ja, schon bald wieder Sprit bestellen, ne? Awesome. Job there. Oh, Leute. Macht ihr denn hier mal für einen Dreck? Es sind mittlerweile so eingelaufene Wege, die ich wahrscheinlich auch im Schlaf hinkriegen würde. Also eingelaufen im Sinne von immer die gleichen Wege. Ich glaube aber, eigentlich müssten wir Kofferräume knacken. Weil nur da bekommen wir, glaube ich, so, also wenn wir sie nicht kaufen, so Einrichtungsgegenstände her. Und es gibt Steam-Errungenschaften, dass du 5 oder 10 Indekorationsteile hast. Kraftstoff. Super. Ich weiß halt nicht, sollten wir eine zweite Zapfsäule kaufen? Das Problem ist halt, je mehr Leute dann bei uns tanken können, desto mehr Sprit müssen wir bestellen. Logischerweise. Können wir uns das leisten? Nice. Wir haben halt noch nicht so einen großen Kraftstofftank. Just as I wanted.
ihr manchmal auch das Gefühl, was? Auch, dass ihr der Netflix-App nicht vertrauen könnt? Warum? Ich gucke sehr selten Netflix.